So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Nightingale, einem Survival Game. Once again, nach Enshrouded, Palworld. Es ist irgendwie voll das Survival Game, ja, bislang. Und das Ganze wird gesponsert von Inflection Games. Ist ein Early Access Titel, die publishen das selber. Und wir gucken uns das heute mal an. Wir gucken uns das heute mal ganz entspannt an. Kurz vorab, es ist Early Access. Es spielt so im viktorianischen London. So, also es spielt nicht in London, aber es ist so der Stil. Versteht ihr, was ich meine? Und es basiert sehr darauf, dass man fast so wie bei Stargate Atlantis, Digga, ist ganz schön laut, ne? Dass man so Welten prozedural generiert, durch ein Kartendeck. Karten. Ich mach mal so. Passt das, Chat? Cam fixen. Oh ja. Bin hier ein bisschen. bin ein bisschen abgeschnitten. Ja. Und das Ganze wird gerade ein Müh. Und das spreche ich im Vornherein einmal an. Ist auch fein, dass ich das anspreche, by the way. Auf Steam ist das ausgeglichen bewertet. Ist jetzt seit einer Woche draußen. Und so wie wir das aufgefasst haben hier bei uns, sind die Gründe, dass es aktuell noch keinen Offline-Modus gibt. Die Entwickelnden sagen aber, das ist gerade deren oberste Prio, sind sie dran. Dann das zweite ist, dass zum Start Performance-Probleme waren. Gab jetzt aber Hotfix. Wir werden das heute auschecken. Dafür seid ihr hier. Und das dritte ist, dass im Late Game der Content ein bisschen low wird. Also wenig. Aber, was man auch sagen muss, ist Early Access. Ne? Damit ist nicht alles zu entschuldigen, aber nur, um das einzuordnen. So, Lautstärke passt. Ja, die Cam. Das will ich auch mal sagen, auch für die YouTube-Leute. Wir haben hier eine 4K-Kamera und ich weiß nicht, wieso. Da müssen wir ran. Entweder, wenn man die klein croppt, ist die halt überpixelig. Und ich könnte theoretisch hier eine Skalierungsfilterung drauf machen, bilinear. Dann sieht es so aus. Dann ist nicht so grisselig. Aber es wirkt manchmal unscharf. Aber ich kann es so einfach mal lassen und ihr könnt dann feedbacken, was euch lieber ist. Okay. Dennis hat es eine Stunde angezockt und er hat gesagt, bei ihm gab es gar keine Performance-Probleme. Dementsprechend bin ich gespannt. Wir löschen den Charakter. Ne, warte, können wir einfach einen neuen machen? Ja, wir machen einen neuen. So, Schritt 1. Willkommen in Nightingale. Beginnen Sie mit den Grundlagen und wählen Sie Ihren Körpertyp. Ja, okay. Visuelle Optionen können fürs Erste nach dem Finalisieren nicht mehr geändert werden. Okay. Ist übrigens mit Unreal 5 Engine, also es knallt ganz ordentlich. Hat er wieder ein Schnörres? Digga, hat er einen Kussmund? Gibt es nicht dieses Meme? Nee, komme ich jetzt nicht drauf. Tja, was passt dir gut? Machen wir mal so. Alter. Sind 31. Stimme. Machen wir mal so. Abstammung taugen nichts. Oh, definieren wir so ein bisschen so unsere Start Attribute. Ich glaube, ich baller die Cam nach oben. Wir schauen aber mal, wie in-game das Overlay ist. Okay. So. Ein Kleinkrimineller, der ein Leben ohne Perspektiven führt und oft auf der falschen Seite des Gesetzes steht. Okay. Interessant. Vagabund. Oh, okay, die beiden. Oh ne, Offizier gibt's auch. Eremit. Politikerin. Ja, ich glaube, ich bin so taugenichts oder Vagabund. Taugenichts. Kleinkriminell. Auf der falschen Seite des Gesetzes. Nervenkitzel, Schalk, Diebstahl, Betrug, ja, komm, machen wir alles. Geil. Oder wir machen Offizier und haben so richtig heftige Sniper-Skills oder so. Geht das vielleicht? Der ist, weil wenn der so Fighting-Skilled ist, wäre auch geil. Abstammung.
Elternteil. Okay, muss man das machen? Ist es wichtig? Erbe? Lol, what? Okay, ich lasse das mal. Aber ich hätte auch gerne... Genau, ich hätte gerne ein Schnorris. Keine Ahnung. So. Narben, nö. Tätowierung kommt demnächst. Super. Haare. Dunkler. Und das passt. Gesichtsbehaarung. Ja, hätte ich gern. Da. Oh, super. Schöner Schnorris. Hm. Welcher ist es? Das sind halt alles so eine Walross-Dinger. Machen wir den. Dann sind wir D'Artagnan. Kopf. Ja, das ist mir immer nicht so wichtig. Grundausrüstung. Machen wir Mittel? Da kann man so Startbedingungen... Ja, oder wir machen einfach. Warte mal, Schritt 3. Wählen Sie die Startumstände Ihres Charakters. Diese verändern und entwickeln sich im Laufe des Spiels. Nightingale bietet ein sich ständig veränderndes Online-Multiplayer-Spielerlebnis. Sie können den Schwierigkeitsgrad aller Welten, die Sie betreten, einstellen und anpassen. Genau, also man generiert so prozedural Welten. Geht übrigens mit bis zu 6 Spielern, also 5 weiteren, koopmäßig online. Kann man aber auch umsonst zocken. Gibt's, wie ich schon meinte, bei Steam und im Epic Game Store. Für 28,99 und ist im Early Access. Da gibt es auch ein Command im Chat. Die Mods wissen Bescheid, denke ich. Hat jetzt Dennis gar nicht geschrieben, wie genau das hieß, oder? Ist angepinnt. Ah, okay. Ja, und für YouTube halt in der Videobeschreibung. So, dann machen wir einfache Grundbedingungen. Haben wir schwerer. Und Welt machen wir mal mittel. Schwierigkeitsgrad ihrer Startwelt. Allen Welten, die sie danach aufsuchen, unterscheiden sich von den anderen. Je höher die Weltenmacht, okay, desto anspruchsvoller ist die Welt. Ja, aber dann lass uns doch in der einfachen starten und wir draften dann direkt eine schwere, oder? Dann finden wir gut rein. Naja, wobei, nee, wir machen mal Mittel. Wird schon passen. Gut, weiter. Enno. Abfahrt. Ah, ich bin sehr gespannt. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywild. The Fae have long since aided nicht Benno, nicht Benno. Live and breathe. Magic. Tolerance was known. Also wir haben uns gerade noch, also für euch bei YouTube, wir haben uns gerade noch ein GameStar-Video dazu angeschaut und sind relativ hyped, weil das Spiel ein, zwei wesentliche Mechaniken wirklich komplett neu ins Genre bringt. Aber das finden wir jetzt alles raus. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale. Genau, so ein bisschen postapokalyptisch. Es gibt halt Nightingale als Stadt. Ja, wird hier gerade erklärt, wo Leute Zuflucht suchen. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment, humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realm walker. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy wit, or wilt thou endure
find the way homeward and rebuild anew. Ich bin sehr gespannt, was jetzt alles passiert. Ich glaube, es wird sehr wild. Ich liebe ja, Survival Games, Alter. Ich hab Palworld halt voll verpasst. Weil wir Dark Souls 3 so ballern. Kommt übrigens jetzt wieder, ne? Ist klar. Nutzen Sie den... Oh, shit. Okay, Weltkarten. So. Unbekannte Welt. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Reise fortsetzen. Okay, das heißt, wir reisen jetzt in eine unbekannte Welt. Mit Machtstufe 0 oder so. Hier gibt's eine Uhr. Ja, Reise fortsetzen, I guess. Okay, Puck ist unser Dude, oder was? First Person. Okay, rechts oben ist nichts. Das heißt, wir sitzen da ganz passend. Und hier kann man jetzt raus. Okay, links unten Leben, Mana, Ausdauer. Wobei das so ein Mondsymbol. Vielleicht ist das so irgendwie, wie erschöpft wir sind oder so. Linksklick schlagen wir, rechtsklick blocken wir. F. F ist auch schlagen. Okay. Field of View kann man wahrscheinlich einstellen. Gibt mir gerade so ein bisschen Elder Scrolls Vibes. Kann man irgendwie Sachen aufsammeln? Was geht hier? Wahrscheinlich sollen wir einfach erstmal rausrennen. Aber Grafik ist lit. How now, fleshling? Ah, rechts oder links, ja. With a wonder you lost in our Feywilds. Sackgasse? Okay, junge Stargate Atlantis. Quickly, before those bound fiends sniff out your despair. Ich bin halt so gepickt, wie sagt man, ich bin halt immer so drauf, ich will eigentlich erstmal bei jedem Gebiet in jeder Ecke nachschauen, ob man irgendwas aufsammeln kann. Irgendwie seit ich Gothic gespielt habe, ist das so. Soll ich ein bisschen lauter machen? Kann ich machen. So, moin Puck. Shadows abound. Yet. Like a fire's final embers. Geprägt, ja, danke. Das Wort hat gefehlt. Snuffed out. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your kin. Ja, wir sind ja irgendwie so Realm Wanderer. Nee, wie heißt Take it? These bloodstained cards. Play them and let amiable bond be drawn between Fey and Fleshling. Give me your hands. That we may be friends, and I shall restore amends. Omosit inkunul om. Weltenwanderer. Realmwalker. Okay, also er kann und er macht uns ein Angebot, in eine sichere Welt zu gelangen. Dafür gibt er uns blutbefleckte Karten. Die können wir ausspielen, auf das ein freundschaftlicher Bund zwischen Feen? Ist damit Fee gemeint? Ist er eine Fee? Und Fleischling entstehen kann. Nun, die Hände reichen mir. In Freundschaft sollen bestehen wir. Entschädigung gereicht ich dir. Ome sieht in Kunnel Ome, Digga. Ome. Hurry yonder toward Portal and Apparatus. So you, bear child of earth, might F5 ist third person. Okay. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide, a greater gift. Oh, ich krieg ein Geschenk, wenn ich durchgehe. Okay, Abfahrt, yalla. F5? Aha. Alter, das ist Henobliert. Gut. Hier spiele ich die Karten aus, ne? So, was haben wir? Eine Waldkarte? So, und das ist halt die eine Sache, auf die ich richtig gespannt bin. Mist, jetzt bin ich da drüber. Dann machen wir... Warte mal. Totale Facecam... Machen wir... Ich verschiebe die mal einmal nach unten. Neue Szene wäre jetzt ganz gut eigentlich. Damit ihr das seht. Ich glaube, ihr braucht Schlagen vielleicht nicht sehen. Machen wir uns nach rechts unten. So, irgendwie. Okay, also. Eine Waldkarte. Spielen Sie diese Karte um in eine dicht... Also generell, man generiert Welten. Und die werden prozedural generiert. Best Feature in Videospielen.
So, und dafür spielen wir Karten aus, um eine Welt zu generieren. Man kann immer zwei ausspielen. So, zum Beispiel eine Waldkarte. Das heißt, die generierte Welt wird dicht bewaldet sein. Ja. Wahrscheinlich gibt es dadurch dann auch bestimmte Gegnertypen und so. So, und dann gibt es eine Nebenkarte. Und das ist... Okay, also das macht eine kleine vorübergehende Welt mit kleinen Wildnisgebieten, die als Passagen zwischen größeren Welten dienen. Okay, also es ist eine kleine Übergangswelt. Let's go. Ich finde First Person eigentlich ganz... Ja. Fly, Abfahrt. Suchen Sie bei Hagelstürmen Unterschlupf. Sie können tödlich sein. Okay. Ist das krank. Das ist ja geil. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist immer so diese Survival Games, Junge. Man geht im Wald, will Holz hacken, irgendwelche Sachen passieren. Links ist die Welt, rechts die Kreaturen, okay. Achso, ich muss klicken, sorry. Bestimmte Herstellungs- und Verbindungsfehler. Gut, gehen wir nochmal rein. Gehen wir nochmal, ist ja perfekt. Ist ja perfekt. E-Sport ready. Ja. Aber ich hoffe, das war jetzt nur ein Hiccup und wir haben jetzt nicht viel Probleme. Genau, Reise fortsetzen. Ah, okay, perfekt. Ich dachte gerade, wer ist er, weil ich dachte, ich wäre in First Person. Okay, moin. Count thyself among the fortunate few who managed to flee. The Nightingale still stands, but Earth teeters on the brink. And these wilds are far from hospitable. Okay, werden wir überleben? I guess. Genau, was ist das Geschenk? A hermetic guidebook and pocket Hermetica Handbuch und eine Taschenuhr. Keep these like cloak with the man-made network sundered. Entrust me to find the trail forward through these byway realms. In the interim, I hear your stomach snarling. Verschaffe deinem eigenen Leib einen Aufschwung und tu dich an einem Mahl gütlich, das eines Fleischlings würdig ist. Halte dich am Leben, dann werde ich bald zurückkehren. Ich bin Puck, manche nennen mich Robin. Oberons fideler Wanderer der Nacht. Der letzte verbleibende Fae, der deiner Art die Ehre erweist. Okay, ciao. Ich fühle First Person, glaube ich, eher. So, Jutti. Finden Sie eine Nahrungsquelle. Rohe Beeren nehmen. Alter, was sieht crazy aus. Okay. Sind hier Beeren? Oh, cool. Digga, das sieht ja malerisch aus. Okay, ich brauche... Hier. Geil. Nebenhand Gegenstände. Sie können kleine Gegenstände wie Nahrung und Fackeln in der Nebenhand halten. Drücken Sie F, um den von Ihnen ausgerüsteten Nebenhandgegenstand zu benutzen. Aha. Also ab dem Mittelstrich, also 1 bis 5 ist Haupthand, 6 bis 0 ist Nebenhand. Das heißt, wenn ich jetzt 6 drücke, nee, wenn ich F drücke, fresse ich die Bären. Verzehren Sie Nahrung, um Ihren Hunger zu stillen. Wenn Ihr Hunger auf einem zu niedrigen Wert fällt, nimmt Ihre Max-Gesundheit ab. Okay. Ah, Hunger ist das Grüne, okay? Jo, steigt. Sehr gut. Okay. Ich soll Steine nehmen, Stöcke, rohe Bären. Abfahrt. Dann hau ich mir das mal rein, bis ich gesättigt bin. Okay. Aber das ist ja der Klassiker, ne? Stöcke und Steine sammeln. Zack. Irgendwelche Blumen. Hier Stöcker. 4 von 3. Okay. Dann brauche ich jetzt... Achso, rohe Beeren soll ich aufheben. Und ich brauche jetzt Steine. Gut, da ist ein fetter Stein. Hier sind überall Bären, geil. Nice. So, jetzt brauche ich nur noch Steine. Wow, 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 wow. Scheu sind die ja nicht.
Steine. Wahrscheinlich am Wasser oder so. Alter! Holy shit! Digga, das Wasser. Alter. What the fuck? Okay, ja. Hier meistens so bei solchen Games am Wasser Steine. Guck mal. Ich bin einfach ein G. Hier. So, haben wir. Errichten Sie ein Lagerfeuer. Sie können sich Entwürfe aneignen, um Gebäude oder Objekte platzieren und errichten zu können. Also Blaupausen. Oh Mann, ich mag Spiele nicht, in denen das immer dann so nach x Sekunden ausgeblendet wird. Lass es doch stehen oder lass es einen wegklicken. Okay, also B. Herstellen, Grundlagen und reparieren. Bauen. Lagerfeuer. Junge, das ist so kalt. Okay, gültige Erweiterung, was man dann alles machen kann, ja? Erhitzen, Metzger, Kochen, Fermentation, Fischen, Jagd, Magik? Gut ausgeleuchtet. Okay, platzieren. Hier, oder? Schön. So, und jetzt E, um die Ressourcen hinzuzufügen. Kochanleitung. Bauen Sie etwa das Lagerfeuer, können zum Kochen bzw. zum Verbessern und Herstellen von Gegenständen genutzt werden. Ja. Werkbänke sind an... Werkbänke und andere Stationen in Nightingale haben mehrere Interaktionspunkte. Interagieren Sie mit der Feuerstelle des Lagerfeuers, um Brennstoff und Flamme zu verwalten. Dafür muss ich eh drücken. Kochanleitung. Nachdem Sie das Lagerfeuer angezündet haben, können Sie sich eine heftige Lunte durchziehen. Können Sie mit dem Kochtopfbereich des Lagerfeuers interagieren, um zu kochen? Um kochen zu beginnen. Das ist einfach Bonfire. Kann ich hier leveln? Wählen Sie Rezepte und Zutaten aus und drücken Sie anschließend herstellen, um es zu kochen. Okay. Also E. Brennstoff. Stöcker. Anzünden. Okay, aber... Gegenstand herstellen. Gebratene Beeren. Digga, wer isst gebratene Beeren? Ich klicke da rein. Wähle aus, was ich hab. Gebratene Beeren. Normale Beeren geben 5 Sättigungen. Gebratene Beeren 10. Nutmark, du hast eine Frage? Ach, du frisst gebratene Beeren. Okay. Gut. Herstellen. Ungeschützt. Dieses Bauwerk verfügt über keinerlei Schutz und ist den Elementen ausgesetzt. Ah. Das heißt auch wichtig, dass wir... Okay. Das heißt, ich kann ihn jetzt nicht untersuchen, oder was? Aber wie kann ich denn jetzt Gegenstand herstellen? E. Wo habe ich denn die gebratenen Beeren jetzt? Hier? Kann ich die jetzt irgendwie... Habe ich die im Inventar? Oh ja, auf 7, right? Okay, und die geben... 10 Sättigung. Und Gesundheit. Neue Entdeckung, gebratene Fleisch. Wenn Sie das, wenn die Tutorial-Nachrichten deaktivieren möchten, können Sie im Einstellungen... Nein, ich will, dass die länger da stehen. Okay, also habe ich jetzt 5... Okay, neue Sachen freigeschaltet dadurch. Habe ich jetzt 5 Beeren zu einer gemacht? Aber ist ja nicht worth für Sättigung. Mal vielleicht für anderes. Auslöschen. Gut. So. Bro! You've avoided embarrassment by staying. Okay, wir sind nicht verhungert. We must carry forth whilst this byway is aligned with another. The portal stands nearby. Delay not. Ich soll jetzt in schon die nächste Welt durch den Wald nehmen. Ja, ciao. Da oder was? Krass. Okay, wir nehmen mal alles mit, was wir kriegen können, oder? Wer weiß, was wir da brauchen. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Chat, wir haben überlebt. Richtig. Das waren Stöcke, okay. Ah, hier kann man noch hacken. Ein paar Steine noch. Moiners. Okay, ist jetzt hier wieder so ein Table? Yo. Wüstenkarte.
Und Nebenwegkarte. Gut, Abfahrt. Scotty! Beam mich ab! Okay, krass, ey. Man wird wahrscheinlich jetzt so durchgeführt im Rahmen des Tutorials. Kann alles einmal sehen und dann entscheiden wir. Geil. Welt wird vorbereitet. Jo, wie mein Essen. Ist das immer, wenn ich eine Welt erstelle? Fortsetzen? Ich meine, damit kann ich leben. Aber zum Start des Spiels war wohl echt viel... Gab's Troubles, sag ich mal. Okay, Wüste. Moin. Summer runs through my howbeit. Whether this pleases or not. Ohne Unterkunft und die Mittel, diese zu verteidigen, wirst du nicht lange bestehen, während ich mich nach den nächstgelegenen... Okay, ja, ich soll was bauen. Zelt aus Stöckern bauen. Der ist halber... Wie sagt man? Mann, wie heißt das noch? Der ist halber Poetry Slammer, Junge. Und dann haut der rein. Hä, heiß? Guck mal. Ich muss den Schatten oder what? LOL. Okay, B. Ich brauche 12 Stöcke. Wo gibt's Stöcke? Wer ist er denn? Wo ist sie? Und ich brauche wahrscheinlich Klamotten. Ey, das ist ja übel geil. Moin. Ein Freund oder ein Feind? Der kackt Steine, Stöcker, danke. Ein Freund. Ah, ich verbrenne. Der kackt Stöcker. Digga, ich brauche Stöcker, bitte gönn. Gönn doch. Ist einfach Groot. Ich brauche 12 Stöcker, bitte kack die. Mieser Sonnenbrand. Da ist noch ein Kacken da. Ja, Mann. Oh, kann man die... Was geht denn jetzt? Ich muss hier mal durch, ich muss in den Schatten. Okay, was seid ihr denn? Ja! Digga, das ist eine Truhe. Da kann ich Sachen rein ablegen. Digga, was ist... Okay. Hear me out. Ich finde es super wichtig. Digga, wir sind in der Gaming-Industrie. Macht doch geile Welten. Welten, die man noch nicht kennt. Ich habe schon x-tausendmal Dinos gesehen. Wölfe. Das ist ultra geil. Stilistisch muss man mögen. Aber Bäume, die rumlaufen und Stöcker kacken, habe ich noch nie gesehen. Das gibt mir was. Ich habe 10 Millionen Spiele in meinem Leben schon gezockt. Wisst ihr, wie viele Schweine ich schon, Wildschweine ich gefightet habe und so? Gönnstock. Kack ihn aus. Gönn. So, wir können jetzt ein Zelt bauen, platzieren. Ich finde es hier ganz nett. Hä? Hab ich doch. Fertig. Oh Gott. In einer Unterkunft sind Weltenwanderer vor bestimmten Umständen wie Hitze, Regen und Hagel geschützt. Bauen sie einen Schlafsack unter diesem Zelt. Ich muss einfach ein Double Time lesen. Okay. Jetzt Schlafsack. Was brauche ich für den? Pflanzenfasern. Kap Aloe. Digga, weg von meinem Zelt! Ey! Runter vom Zelt! Digga, die scannen hier alles ab. Der hat Stock gekackt. Danke. So, woher kriege ich Pflanzenfasern? Wahrscheinlich hier. Wie geil ist es? Jawohl. Und Wasser. Kann ich Wasser trinken? Digga, da geht's schon weiter. Oh, jetzt sind wir nass. Oh, das ist richtig wichtig, was wir sind. Oh, dann ist bestimmt noch so, wenn Gegner nass sind, dass sie dann... durch Blitzschaden mehr
dass da mehr passiert. Wisst ihr, was ich meine? Okay, man kann den natürlich drehen, wie man will. Machen wir hier. Am Fenster. Nee, ich will ja pennen. Muss ja dunkel sein. So. Ausruhen. Verhältnis von Ausgeruhtheit und Ausdauer. Wenn ihre Ausgeruhtheit zu niedrig ist, verlieren sie Max Ausdauer und sterben, wenn diese Null erreicht. Die Dauer von Ausgeruhtheit erhöht sich mit zunehmender Komfortstufe ihres Bettes. Annehmlichkeiten wie Licht, Wärme und Einrichtung erhöhen die Komfortstufe. Oh, dann ist es das erste Mal auch richtig wichtig, ein schönes Zuhause zu haben. Ich finde, es gab immer die, die bei Survival Games einfach nur eine funktionale Bude bauen. Und dann gab es die, die es so schön einrichten wollten mit Blumen und so, die aber keinerlei Effekt hatten. Es wäre geil, wenn das mal einen Nutzen hätte. Valheim, war das da so? Für das Ausruhen ist eine Mindestkomfortstufe erforderlich. Diese Errichtung des Schlafsacks in einer Unterkunft erfüllen die notwendigen Erforderungen. Super, Abfahrt, Ausruhen. Provisorische Gegenstände herstellen. Zur Umsetzung der meisten Rezepte benötigen Sie Stationen wie eine Lagerfeuer. Provisorische Fackel, Holzaxt, Sichel, Bergmannspickel, aka Spitzaxt, Spitzhacke, Jagdmesser. Okay, Holzaxt, right? Was soll ich machen? Ich soll alles einmal bauen, herstellen. Was brauche ich? Habe ich alles. Super. So, auf der 3 haben wir die Axt. Ich hacke dich als nächstes um, wenn du nicht aufpasst. Verzieh dich! Digga, ich brauche ja. Ja, gut, der Baum ist auch wirklich fett. Wie. Okay. Muss ich den wirklich durchhauen? Ich muss kurz was. Ich muss kurz was. Warte. Okay. Sorry, nicht die Mama kam jetzt nicht. Aber ich hab jetzt an. Ich muss den Baum wirklich durchhauen? Passe, sag mal. Aber nicht auf deinen Unterschlupf fallen lassen. Oh. Ja, gut. Ja, musst du. What? Unreal 5 Engine. Ich muss aber sagen, manchmal sieht es irgendwie ein bisschen billig aus, wie so die Axt da reingeht. Wisst ihr, was ich meine? Und ich brauche auch keine Damage... Was war das denn, Alter? Ja. Geile Physics, ey. Okay, so. Jetzt habe ich auf jeden Fall ultra viel Holz, ne? Überlegen. Wo kann ich denn jetzt nochmal die provisorischen Dinger herstellen? Geht das nur im Zelt oder was? B? Nee. Wo war denn das? Herstellen. Ah. So, Fackel habe ich. Genau. Sichel. Bergmannspickel. Stöcke und Pflanzen. Ja, eigentlich brauche ich nur alles aufsammeln. Aber ich wollte einfach mal einen Baum fällen. Wisst ihr, wie ich meine? Zack, 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 zack. B. Herstellen. Bergmannspickel. Kann ich die auch doppelklicken einfach? Nee. Herstellen. Pflanzenfasern. Herstellen. Bergmannspickel. Haben wir noch nicht, ne? Doch, haben wir. Jagdmesser. Ach, da rechts steht es ja auch. Werkzeuge und Ressourcen. Erntbare Ressourcen. In den Welten können einfache Ressourcen gefunden und geerntet werden. Okay. Mit diesen Ressourcen können Sie entweder Gegenstände herstellen oder die Ressourcen selbst mit Hilfe von Ressourcenstationen zu besseren Ressourcen veredeln. Okay.
Nutzen Sie Werkzeuge, um bessere Ressourcen mit speziellen Qualitäten aus der Welt zu ernten. Stellen Sie Werkzeuge höherer Stufe her. Ja, das ist so klassisch, ne? Wie man es kennt. Dann wird es effektiver. Man kann bessere Ressourcen abbauen, schneller. Diamond Pickaxe. Kreaturen haben Schwächen und Widerstände im Hinblick auf verschiedene Schadensarten. Okay. Gut. Kehren Sie zu Puck zurück. Oh, moin. It slipped, Mice. You'll need better woodworking. Wir wollen doch die Überraschung nicht verderben. Deine Fähigkeiten der Holzveredelung müssen sich steigern. Quest abgeschlossen durch den Wüstennebenweg. Okay, also nächste Welt. Hier ist nass. Digga, ich bin sehr gespannt, was für Gegner wir noch alle treffen. Was? Sumpfkarte. Und Nebenweg wieder. Was hier? Puck wieder, oder was? Hoffnungsecho freischalten? Oh, Story! Nicht so meins. Digga, warum denn immer so viel Text? Das ist legit, was ich mir immer denke. Aber es muss ja Gründe geben, warum in fast allen Spielen immer so ultra viel Text und Gerede ist. Anscheinend lieben 90% von euch so Story-Zeug. Das ist ja echt funny, dass das bei jeder Welt passiert. Deutsche Synchro, bitte. Digga, ja. Das ist halt Early Access, deren erstes Game. Also, ne? Aber ja, wäre cool. Ja, genau. Also so, From Software machen es halt komplett anders, ne? So, jetzt will er nicht. Ja, ich hab stabiles Internet. Ah, geil. Wow, Alter. Ey, ich will halt direkt da drauf klettern und gucken, was abgeht. Okay, jetzt einfach Tutorial einmal durchpumpen. Was soll ich machen? Mach dich bereit, Weltenwanderer. Jetzt soll ich fighten, wa? Ja, ich brauche einen feinen Happen. Sobald dieses Moor hinter uns liegt, werde ich dir einen feinen Happen Wissen darreichen. Vor uns liegen die Relikte menschlicher Zukunft. What? Kochen, Knochen, Raubtier Klasse 3. Fell, okay. Was macht jetzt den meisten Damage? Wahrscheinlich Jagdmesser, ne? Und Fackel kann ich, glaube ich, ablegen, oder? Okay, wer will aufs Maul? Erstmal auf was essen. Wer will aufs Maul? Wer will Messer? AMK? Aber das Game sieht ja wirklich crazy aus. Ich muss sagen, ich werde den so wegschneiden. Die scheiß Ratte. Eine Ratte, Freunde. Ich mach die Ratte weg. Die kriegt jetzt AMK-Messer in die... ins Arschloch rein, schön in die... In die Eier. Tot. Geil, der zappelt noch. Jetzt müssen wir den aber häuten. Oh, dickes Steak. Geil. Und Knochen. Ich find's gut, dass es so ein bisschen leuchtet, dampft, weil damit hatte ich immer Probleme ein bisschen in Survival Games, dass so irgendwie die Items untergingen. Okay, das Vieh haben wir aber weggeschlitzt. Der wusste auch gar nicht, wie ihm passiert. Ja, selbst. Okay, ich soll drei wegmachen. Oh, da ist noch eine Ratte. Abfahrt. Das ist eine kleinere Ratte. Nee, was ist das denn? Zack. Tot. Junge, droppt genauso viel. Ist aber nur so groß wie ein Dackel. Junge, wir haben Dackel gerade aufgeschnitten. Noch eine Ratte. Känguru-Ratte. Junge, der fightet. Der ist schon blutig. Danke, Fluschigär. Komm doch, komm doch. Ah, ich kann mit dem Jagdmesser dashen. Alter, habe ich den aufgeschnitten. Jetzt bearbeite ich den mal. Krass. Okay, ich hab Bock. So kann es weitergehen. Ich will eine Base. Ich will krasse Waffen. Ich will erkunden. Ich will töten. Gönn.
Was ist das? Achso. Okay, wer will noch aufs Maul? Grafik ist so lala, Welten ist top, aber Animationen sind komisch. Ja, die Animationen sind manchmal wirklich ein bisschen... Wobei es sind gar nicht so sehr die Animationen, eher die Effekte, glaube ich. Aber genau, so... Das Design der Welten ist halt insane. Hey! So ein Dackel! Wir stochen. So. Hat das aber kein Raubtier Klasse 1, ne? Aber er hier. Daneben. Ach, der blutet gar nicht. Das ist einfach sein Scheißfell. Hat er mich erwischt? Okay, kann man eigentlich easy dodgen. Tot. Dodge, Stich. Dodge, 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 Stich. So. Jetzt haben wir alles, ne? Ne, Knochen noch. Ah, hier. Provisorische Kapuzenpelerine herstellen. Was ist eine Pelerine? Eine Rüstung. Muss ich die anziehen? Oh, guck mal, da kommt wer. Aber muss ich das anziehen? Ja, oder? Schäbiger Entdeckermantel? Hä, wir haben hier einen... Alter, wir haben einen Rucksack. 10. 6. Cool. Aber ich bleib mal First Person. Gib mir irgendwie mehr. Geil. Okay, Healing Salve nehmen. Gebratenes Fleisch nehmen. Healing Salve? Jetzt habe ich was verpasst, glaube ich. Shit. Stand da was? B. Herstellen. Kochen? Healing Salve. Okay, ich soll kochen. Dann mache ich ein Feuer. Zack. Platzieren. Zack. E. So. Dann Healing Salve. Knochen. Und Pflanzenfaser, primitiv, Brennstoff, Holz, Drag and Drop, anzünden, herstellen. 3 Stück soll ich machen. Ja, läuft doch, herstellen, wieso kann ich nicht, achso. Ich hätte direkt 3 eingeben können. Jetzt noch 2, herstellen. Ah, und ich kann automatisch füllen. Okay. So. Habe ich jetzt noch gebratenes Fleisch. Gebratenes Fleisch. Kann ich automatisch füllen? Geil. Sehr gut. Machen wir direkt 3. Herstellen. Hast du schon mitbekommen, dass Tenenda auf YouTube zurück ist? Ja. Das müssen wir uns unbedingt auch noch anschauen. Hat er es jetzt hergestellt? Ah ne, er stellt es immer noch her. Okay, krass. Juti. Finde ich ganz intuitiv eigentlich. Also, ich setz mich jetzt nicht vor Problemen. Hier unten steht ja jetzt so 25 Sekunden Zeit. Heißt das, man stellt... Also, es heißt einfach nur, es dauert wirklich 25 Sekunden ein so ein Hackfleisch, ne? Crazy. Kann man ja selber mal kurz was zu essen. Ah, ich hab kein Besteck. Nee, dann nicht. Dann später. Okay. Das war's. Na, 1 noch. Krass. Schön Schmackofatz. Wie findet ihr es bisher? Also, es ist halt obviously Tutorial, ne? Ich will halt Tutorial durch. Dann schön eine große Welt. Setteln. Base bauen. Tierstufen hoch, was Waffen und so angeht. Und dann rein. Schön Bogen, Gewehr. Also wenn ihr euch das Ding kaufen wollt, ne, ist angepinnt Kommentar. Wir haben da einen Link. Würde mich freuen. Könnt das ausprobieren. Könnt natürlich aber auch noch den Stream gucken, falls ihr euch noch nicht sicher seid.
und erstmal chillen. So, Essenzstaub nehmen. Gewinnen Sie aus Gegenständen in Ihrem Inventar lebenswichtigen Essenzstaub. Wie? Sie sind am Verhungern, oh. Dann hau ich mir mal das Fleisch rein, oder? Oder die Bären? F. Ah ne, die sind zum Heilen, Kacke. Fleisch? Schön. So, Essenzstaub. Woher kriegt man das? In meinem Inventar. Ach da, Essenzen. Rucksack. Weltkarte, Essenzen. Extrahieren. Stöcker extrahieren. Steine extrahieren. Lol, ich kann einfach... Wow, 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 wow. Aber interessant, dass man im Inventar unbesiegbar ist. Nicht gedamaged werden kann. Junge, der springt doch einfach weiter. Boah, Alter. Die jagen die. Das ist ja funny. Okay, Gegenstände reparieren. Nutzen Sie Essenzstaub, um abgenutzte Werkzeuge oder Kleidung in Ihrem Inventar wiederherzustellen. Wo sehe ich denn, was ich ausgerüstet habe? Hier unten. Rechtsklick, reparieren. Geil. Rechtsklick, reparieren. Geil. Sind wir fertig? Rede mit mir. Poetry Slam. You must oblige your inner essence and choose the landscape that beckons. Aha. No need. Okay, wir sollen uns was vorstellen. Leute, wo wollen wir hin? Wald, Wüste oder Sumpf? Ich glaube, jetzt geht's los. Wald? Okay, es sind ja ultra viele für Wald. Wald. The mystery of the hop. Play your cards. Spiele deine Karten, doch sieh dich vor. Die Gebundenen werden stürmen, sobald sich der Torbogen erhebt. Spalte ihre erbärmlichen kleinen Schädel, zeige keine Gnade. Oh, das klingt nach einem geilen Game, Diggi. So, wo ist das Tor? Begeben Sie sich in eine Schwebewelt. Ist da ein Tor? Nee. Wo müssen wir hin? Lol, er klettert hoch! M? Da. Rechtsklick? Marker irgendwie? Marker setzen? Geil. Cool. Nee, Abstimmung dauert zu lang. Passt. Wir machen Wald. Fühle ich auch. Ich fand Wüste bisher am speziellsten. Digga. Okay, ich muss einmal kurz reingucken, sonst sterbe ich innerlich. Was geht hier? Dass wir da irgendeine Story fetzen? Ja, also die Menschheit war am Ende, aber dann gab's London. Nightingale. Gibt's einfach einen Eimer mit Stein? Nee, Erz. Zinn haben wir aufgesammelt. Dann lohnt sich auch mal. Wahrscheinlich geht's noch höher, I know, aber ich wollte nur mal kurz auschecken. Cool, dann kann man da immer so... Wie so ein Loot Drop, Alter. Bisschen geile Scheiße aufsammeln. Nice. Okay. Geh da hoch. Na, entspannt euch. Eins am anderen. Ich will jetzt erstmal das Tutorial abschließen. Das ist mir wichtig. Wir haben genug Zeit, Leute. Wir haben genug Zeit. Was ist wieder so ein Känguru-Rattenvieh, Alter? Moin. Super. So, rein da. Wald. Und jetzt Schwebekarte. Stufe 10. Spielen Sie diese Karte, um eine Welt mit geringer Gefahrenlage zu suchen, die sich für den Bau eines Anwesens eignet. Ist das geil. Remain vigilant while the realm's alive. Scotty, beam mich ab! Scotty, beam mich. Scotty, ich bin noch nicht im Wald. Hier sind Menschen. Viecher. Was geht jetzt? Scotty? Muss ich die erst killen? Hier, die kleinen Viecher. Zack, ich stech dich ab, aber na, Kujon. So.
Was ist jetzt gar nicht so dumm? Blöd, Mann. Abgestochen. Muss ich mir erst den Weg freikämpfen, Scotty? Sag doch mal. Oh, Kopf trifft, aber tritt, ne? So. Scotty, wie mich ab! Was für ein Mute. Was geht ab? Hä? Begeben sich in eine Schwebewelt. Du bist muted? Was? Hä? Nein. Bin ich nicht? Hä? Ich bin nicht muted. Was ist denn jetzt los? Ey, jetzt mal. Ich glaube, ich habe nicht aufgepasst. Es ist so. Jetzt! Jetzt! Scotty! Perfekt. Die Gulasch-Golems denken wieder, sie seien witzig. Verstehe, bin gar nicht muted. Mega guter Gag. Okay, geil, Nightingale, Abfahrt. Mach ich, überlebt die Welt. Baut wieder auf, was verloren ging. Und rein in den Holger. Wenn sie überlastet sind, können sie nicht sprinten oder springen. Okay. Kevin hat gesagt, Arschloch. Kevin hat gesagt. Vor allem genau in dem Moment, wo ich hier... Jo, Scotty, beam mich ab. Komm die rein und sag, ich bin... der Atze. Geht der jetzt schon out of Content, ja? Oh, ist erstmal kein Abbruch. Oh, ihr schöner Mischwald. Paranoia, Alter, danke dir. 20 T1 hab. Mashallah. Moin. Jetzt lass mich aber mal in Ruhe zocken, bitte. So liegt es an dir, hier Wurzeln zu schlagen. Cool. Schon bald wird sich die Dunkelheit senken und mit ihr düsteres Unheil. While you play carpenter, there are nooks in these surrounding wilds. I must scrub for the knowledge I pledge. Gruppen, sie können nun andere. Ah, jetzt kann man erst Multiplayer machen. Na gut. Gut. Sammeln. Sammeln. Wir sammeln erstmal ganz viel. Boah, Alter, ist ja wie der Harz hier. Hä, das sieht ja ultra geil aus. Okay. Schauen wir uns mal die Map an. Wo setteln wir? Schon am Wasser, oder? Ich gehe mal in die Richtung. Steine. Steinhaufen bauen. Okay. Hört ihr die Vöglein zwitschern? Miese Sau, du. Abgestochen, die Sau. Bewegt sich jetzt nicht mehr durch meinen Wald. Schluss mit lustig. Schneid euch die scheiß Kehle auf, wenn ihr nochmal durchrennt. Oder oben beim Wasserfall? Oder unten drunter? Wie bei Gothic 2? Perfekt. Perfekt, oder? Aber Haus bauen wäre schon auch geil. Aber das ist schon geil. Hier ein Lagerfeuer. Aber wenn halt die Qualität des Anwesens wichtig ist. Spielanleitung nass, okay. Würde mich eigentlich interessieren. Wegen Handbuch. Kodex, Glossar. Spielanleitung. Ob man dann... Hier, Statuseffekte, nass. Wenn sie in den Regen geraten oder Wasser durchqueren, werden sie nass. Dieser Effekt reduziert ihre Ausdauerregeneration. Lol, wenn man nass ist, wird man regeneriert man weniger Ausdauer-Dings. Suchen sie eine Unterkunft auf, damit sich die Nässe nicht weiter verschlimmert. Stellen sie sich neben warmes Feuer, um die negativen Effekte der Nässe schneller zu mildern. Paranoia, vielen Dank für nochmal 20 Subs. Vielen, vielen Dank. So. Ich würde hier, glaube ich, so meine Bude bauen, oder? Ich glaube, hier ist ganz gut.
Steinhaufen. Ich brauche 5 Steinblöcke. Was heißt das? Man kann einfach alles anklicken. Das ist ultra gut. Sowohl Menschen als auch Fae vertrauen im Laufe der Zeit auf die Macht des Steins. Bla bla bla. Hinweise. Eine Ergänzung für ein Anwesen, die als Rückzugsort. Verfolgen. Cool. Sehr intuitiv alles, finde ich. Passe, wie kriege ich Steinblöcke? Muss ich die da finden, in solchen Sachen zum Beispiel? Von alten Zivilisationen? Fünfmal Cobblestone in den Ofen hauen, oder was? Bastille des Intellekts. Puzzle. Spitzhacke und Stein abbauen. Achso, ja gut. Die Nummer 5. Tatsache. Hätte man sich auch denken können. Junge, das explodiert hier ja. Okay. Digga, Lembasbrot. Entspannt euch. Wir kein Stress. Ist euer Brot? Habe verstanden. Habe verstanden. Ich laufe. Ey, muss doch nicht. Muss doch nicht. Wenn du E gedrückt hältst, wird dir automatisch alles, wird alles in der Umgebung automatisch gesammelt. Nee. E gedrückt halten? Nö. Einfach alles will ihn töten. Ist so, ey. Okay. Wir hauen jetzt hier so einen Stein hin. Platzieren Sie einen Steinhaufen, um einen sicheren Bereich für den Bau Ihres Anwesens zu erschaffen. Wenn Sie in der Schwebe sterben sollten, kehren Sie zu Ihrem Steinhaufen zurück. Moiners. Your tenacity overrules. Ja, schon wieder. You'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so often succumbs to. Should you hear that siren call, you'll require unbraided cards and the power. Fortunately, also wir kriegen irgendwann Karten für neue Welten. And here is the knowledge that Robin's friendship affords. Es gibt Kraftorte in dieser Welt. Sites of power. There are many sites. Jeder von ihnen verschafft dir Zugang zu noch weiter entfernten Sphären. Krieg ich da Karten? Antiquarische ist die nächstgelegene Sphäre. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Main-Story, ne? Dass man so hoppen muss. Schau muss Mathe lernen. O7 will nicht tauschen. Zutritt verschaffen und ein Siegel zu gewinnen. Aber ich sehe das strange. Hopeful spark within you. War das gerade so ein Ort bei dem Wildschwein? Er spricht halt in Rätsel. Ever deeper. Hurry now, fleshling. Quest abgeschlossen. Ciao. Schalten Sie den antiquarischen Kraftort frei. Ausrüstung. Okay, ich muss einfach progressen. Gut, ich würde sagen, wir bauen jetzt hier. Obergeschoss. Fundament. Was brauche ich? Okay, wir müssen erstmal richtig viel hacken, denke ich. Ja, das ist irgendwie, ne? Für mich braucht es diese Zahl nicht. Und die Axt verschwindet halt so im Bau. Das war ja absolut scheiße. Ja, cool, wir haben einen Baum gefällt, ne? Oha, der verprügelt. Oh, und dann kommen aus dem Himmel 3 Holzscheite, geil. Ja, dann gehen wir nochmal Steine klopfen. Geil.
Was gerade kaputt gegangen? Der Steinhaufen, habt ihr vielleicht nicht gesehen. Ich habe meinen ersten Baum hier gefällt. Der droppt komplett auf meinen frisch gebauten Steinhaufen. Der kriegt 100 Damage. Insta-Kill. Direkt Clip oder was? Okay, müssen wir mal schauen, ne? So. Kann ich das umverlegen? Bestimmt, oder? Axt auf die 2. Spitzhacke auf die 3. Gewicht ihres Inventars behindert sie. Okay, dann bauen wir jetzt den Steinhaufen. Digga, was habe ich gerade gehört? Hat irgendwas gefaucht. Übrigens, wir haben jetzt Text-to-Speech. Nur nochmal. Ist jetzt auch in der Szene drin. Aber bitte... Naja, ist auch scheißegal. So, was bauen wir jetzt? Wir brauchen halt Fundament. Geil. Platzieren. Warte mal, wie kann ich das hochschrauben? Okay, ich kann es drehen. Ah, Rechtsklick mache ich es weg. Hinweise? Kann man das irgendwie hochschrauben oder so? 100k viel zu teuer. Ist beabsichtigt. Digga, ich habe vorhin das angemacht. Alle haben reingeballert für 50. Ihr habt jetzt anderthalb Monate gebunkert. Das muss jetzt erstmal raus. Wenn ich das jetzt auf 10.000 stelle, dann komme ich zu gar nichts. Tab Mausrad. Tab ist bei mir, öffnet sich Inventar. Was aber gut ist, aber das I ja auch. Okay, ich mache jetzt hier einfach ein Fundament direkt daneben. Aber hier eigentlich ist ganz geil bei dem direkt am Wasserfall so. Wir machen mal so. Machen wir mal so. Ich glaube, das reicht. Ah, okay, da fehlt jetzt einiges. Oh, okay. Aber kann ich jetzt hier auch mit der Sense irgendwie da mehr ernten? Okay. I guess. Ja, wir müssen erstmal eure Kanalpunkte auch ein bisschen abarbeiten. Oder wir machen... Wir brauchen mehr Wetten. Digga, die Leute haben auf dem Konto ohne Ende. Kann ich das nicht im Dashboard irgendwo sehen? Was die Leute so an Punkten haben? Gibt's auch so Leaderboard und so, oder? Jetzt aufpassen. Leider nicht. Krass. Ich habe 53k. Was habt ihr so an Kanalpunkten? Weil wir wetten hier. Ihr seid ja alle wettsüchtig. Okay. Na, pass auf. Dann mache ich das jetzt wieder. Ich brauche hier gar nicht raustappen, Mann. Das ist ein anderer Rechner. Dann mache ich jetzt hier wieder auf 50k. So. Wo übernehme ich? Einfach eingeben. Und dann. Marvin muss noch irgendwas klicken. Ich habe es jetzt einfach eingegeben bei Kanalpunkte. Muss noch irgendwie übernehmen oder speichern drücken oder so. Ein Card zum Testen? Auf gar keinen Fall. Ist 50. Krass, der übernimmt das direkt. Musik zu laut. Digga, ich brauch nicht raustappen! Ich mach mal lauter. 5 Dezibel. Ficker, wirklich. Das ist das Erste, was Musik kommt. Musik zu leise. Digga, hier kommt alles gedroppt, ey. Ja, haha. Cool. War ja eine gute Entscheidung von mir. War ja mega gut, dass Henno das runtergestellt hat. Jetzt wann wir kommen mal wieder LOL-Facts? LOL-Facts. Ist das scheiße, Alter. Henno entdeckt Text-to-Speech. Geile Experience. Bitte nicht auf die Fundamente. Henno Leiter. Ist es aber laut genug?
Aber schön, dass ihr euch auch mal mitteilen könnt, ne? Mein Plan ist, dass das irgendwann so eine AI-Stimme... Hallo YouTube, kommt vorbei für den geilen Scheiß. Hab gehört, bei Wörter wie Drogen oder Penis wird das Video geclaimed. Hey. Lautstärke passt? Gut. Ich glaube, ich muss es für mich lauter machen. In meinem Dream wird Kalle das alles vorlesen. Also Kalles Stimme, dass wir irgendeine AI trainieren, dass dann der Kalle einfach so... Hey, yo, Henno. Keine Ahnung, ich kann mir das noch nicht vorstellen, aber ich glaube, es wäre hilarious. Das ist bitte auf einer eigenen Audio. Henno, ich finde die Twitch-Streams echt gut, aber in letzter Zeit musste ich leider feststellen, dass das laut zu leiter ist. Halt dein Maul. So. Kalle AI, for real. Ja, wir machen Holz erstmal. Big gewinnt, das ist sehr nice für eins, oder? Gegen wen spielen die gerade? Oh mein Gott, was sind das für riesige Buden, die man baut? Ach, Fenster wären gut. Gibt es auch Fensterwände? Stimmt, oder? Gegen Frankfurt? My sprinkler goes like this ST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 S
So, dann fällen wir noch ein paar Bäume. Scheiße, Alter. In meinem Kopf bin ich schon viel weiter. Wie ist das so in einem halben Jahr? Wie ist dieser Channel in einem halben Jahr? Das ist doch crazy. Digga, das ist eine Maria-Figur. Oh. Ah! Digga, chill! Zack, zack, zack. Ich zieh das Fell über die Ohren. Junge, der droppt Leder. Es kommen Leute zur Burg Mylord. Du miese Sau. Oh, der ist unten durch. Ich bin gesprungen. Okay. Junge, die habe ich aber alle ordentlich versohlt. Oh, der Pilz hat mir Leben abgezogen. So, aber ich kann Fleisch braten gleich. Was liegt da? Knochen, ne? Du dumme Sau. Ja, true. Ich hol mal gleich was zu trinken. Und Besteck. So, was ist hier los? Warum sind hier immer Wildschweine an so komischen Orten? Roher Edelstein, Quarz. Okay. Digga, hier sind Bänke. Eine Pritsche. Kurze Ruhezeit. Macht er? Gibst du Opi Opium, bringt Opium Opium. Gibst du Opi Opium, bringt Opium Opium, Alter. Text-to-Speech müsste die Stronghold-Stimme werden. Das wäre crazy. Yo. Yo. Das ist auch insane. Oh mein Gott, das ist ja... Ja, Pierdole. Das ist ja voll die krasse Idee. Alter, was geht jetzt hier für Mucke ab? Ich muss mal das hier reparieren. Das ist voll die gute Idee. Wo die Havel kreuzt Team die Hop. Spree. Von Berlin aus JED, die wo die Zitadelle rockt. Für Text und die Altstadt uns lockt. Da ist Spandau, da sind wir Spandau. Spandau, der wir lieben dir. Sekretär, der Schreiber von Stronghold werden. Das wäre nice. Over. How far you've come. Haben wir notiert, kein Problem. Over. Kind of ist, warte mal, Essenzhändler? Industrious and more than willing to avail against your ever-growing need. Over. Indulge their hunger for essence. Essenzhändler sind in den meisten Welten zu finden und bieten Entwürfe, Ressourcen und da können wir neue Entwürfe, also Blaupausen und so kaufen. Weltenwanderer können Entwürfe von Essenzhändlern erwerben, um ihre Repertoire an herstellbaren Bauten und Ich gehe jetzt Gnome raiden. Ich gehe jetzt Gnome raiden, viel Spaß. Weltenwanderer können das Handbuch benutzen, um Gegenstände zu betrachten, die bei verschiedenen Essenzhändlern in der Welt verfügbar sind. Okay, werden auf der Karte markiert. Gut. Danke, ciao. Fällen wir nochmal diese Fichte. 100k zu teuer, 50 zu billig. Ja, scheint so. Nur bei 100k hat einfach keiner was gemacht. Und jetzt bei 50k jede Minute. Was ist das denn? So, nicht berühren lassen. Erste Regel. In Nightingale, keine Bäume berühren. Oh, jetzt schüttet's aber. Gewittert das? Nicht, dass ein Blitz einschlägt. Na, ich glaube, die Leute müssen auch erstmal ihr Zeug ausgeben, wisst ihr? Die haben jetzt anderthalb Monate... nichts. Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken sie zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. Digga, das ist. Sind wir jetzt bei Peak Comedy angekommen oder was? Mit Fliegen hinterher. Der Glöckner von Leuten, befahl seinen Leuten. Nicht er zu Leuten, bis der Leutner von Leuten seinen Leuten das Leuten befahl. Fischers Fritze, Fische, Digga. So, jetzt braucht ihr es nicht tun. Alle, jetzt safe so bei Google. Zungenbrecher, Deutsch.
Was für Wetter haben wir gerade? Aber ihr gönnt ihn jetzt nicht einfach for free die ganze Zeit Kanalpunkte, oder? Wir müssen die erstmal aussoaken. Kopf versus Zahl. Starke Leistung, Mods. Die man Kopf versus Zahl. 10 zahme Ziegen ziehen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Den habe ich vergessen, es tut mir leid. Es hagelt, ich krieg Damage. Jo, das wird da links angezeigt, krass. Eine Pflanzenfaser. Okay, ich bleib mir hier kurz im Unterschlupf. Und jetzt hole ich mir was zu trinken. Bis gleich. So, was geht? Digga, wettet ihr jetzt so Kopf versus Zahl und so? Ist das bodenlos? Hey Google, wie ist meine Handynummer? Das klappt nicht. Das wär's noch. Kennt ihr das von anderen Streamern, dass die mehrere verschiedene Stimmen bei Text-to-Speech haben? Okay. Ja, also wir sind ja gerade am Ausprobieren und am Anfang so. Ich glaube, das wird in Zukunft richtig, richtig geil. Bro, mein Google Home. Hä, wurde bei euch jetzt Sachen getriggert? Alter, ihr seid solche Idioten. Bann den weg. Ihr habt das einfach bei euch so auf dem Fernseher laufen. Oh mein Gott, ey. Ja, ich glaube, also wenn ihr so Vorschläge habt für so eine Sachen. Jo Max, richtig chillig, dass du so cool streamst. Ich sitz nebenan und kicher in mein Fäustchen, hihi. Ja, Sterzig. Danke, das freut mich. Ja, ich stream recht cool. Nicht wahr? Dicker. Das ist nicht sein Ernst. Okay, geil, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Sterzig, du geile Sauparty hart. Das ist doch echt. Naja, ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn ihr nichts auf dem Konto habt. Aber schon sehr funny. Ah, ich bin fertig. Die Tür teleportiert sich. Okay. Ich habe zu viel Zeug irgendwie dabei.
Holy shit. Kann super viel herstellen. Guck mal, Schleuder. Mhm. Alter, okay, ich brauche Riemen. Ja, guck mal, das ist, ich hab Enno, ich will ein Kind von dir. Mhm. Krieg's nicht. Wobei, wer war's? Nee, krieg's nicht. Ich liebe deinen süßen Schnauzer, pflegst du ihn gut? Tatsächlich gar nicht. Tatsächlich gar nicht. Ich habe überlegt, es gibt ja so Bartpflege. Na, unterschätzt das mal nicht. Ja, ich weiß, aber... es gibt ja so Bartpflege, Öl und was weiß ich. Und der ist auch manchmal ein bisschen chaotic, so abgespreizt, weißt du? Aber ist es worth bei Schnauzbart? Macht man das nicht eher so, wenn man richtig lange Bärte hat und so? Hier Pamela Anderson, gib Kind. Ist ja wirklich bodenlos hier. So, okay, Bude steht. Jetzt würde ich sagen, bauen wir hier so die Basics rein. Also zum Beispiel einen Schlafsack. Geil. Dann ein Lager. Eine Gerbstation, Werkbank. Oh, okay. Werkbank. So ein bisschen. Zack. Dann Gerbstation. Machen wir aber draußen, oder? Muss es? Ja, schon. Sowas würde ich eher ihr draußen. Ihr könnt das dort nicht platzieren, my lord. Jetzt stellt euch vor, das wäre die Stimme. Oh mein Gott, Alter. Aber sollte alles einen Unterstand haben, um irgendwie besser zu sein? Weil eine Gerbstation hat man nicht im Haus. Siehe Effekt. Ja, warte mal, genau. Hinweise. Also das war Perfect Timing, den gebe ich euch. Je höher die Qualität der Bank, desto mehr Erweiterungen können sie ergänzen. Außerdem erhalten sie mehr Zugang zu weiteren Rezepten. Bauweise sich häufig reisen. Ne. Gewährt folgende Rezepte. Lol. Steht das irgendwie dabei? Info? Eure Nahrung schwindet dahin, my lord. Ihr habt recht. Okay, ich werde... Pass auf, ich mach das hier irgendwie vorm Haus. So. Oder? Ich weiß nicht. Oh, ich bin auch echt packed, ne? Okay, da geht ein bisschen Holz rein. Nee, ich reiß das wieder ab. Aber ein Lagerfeuer. Keine Ahnung. Ich kann das ja... Boah, ich weiß nicht. Also, beim Lagerfeuer hieß es ja, dass man Defizite hat, ne? Wenn es regnet oder so. Eigenschaften, gut ausgeleuchtet, warm, ist alles doppelt. Weiß es jemand? Puzzle, du bist doch, du hast das doch ultra viel gespielt. Alle Stationen müssen überdacht sein, okay. Na gut. Digga, hier war eine riesige Libelle drin. Habt ihr es gesehen? Will wieder wetten. Ihr entspannt euch jetzt mal. Okay, das heißt, so ein Lagerfeuer mache ich jetzt hier in die Mitte, denke ich. Oh, hä? Guck mal, die Verbindung zum Bett. Ah, okay. Ah, ja, wenn da ja Licht ist, ist es gut. Das ist ja dann gut, dann schlafen wir besser. Stimmt, das hat ja irgendwie... Untersuchen? Kann man da irgendwie Trades? Guck mal. Trades. Ihr geschützt. Könnt das nicht dort platzieren, my lord. Offensichtlich doch. Okay, dann eine Gerbstation. Machen wir hier hin. Und das ist zusammen mit dem Lagerfeuer, Juti. Henno, wann wieder Schweine im Gulag farmen? Alter, Bruder. Nie wieder in meinem Leben. Das hat mich in meinen Träumen verfolgt. Ich bin jetzt mittlerweile 38 und quasi fast 40. Also ich habe
Rested XP bis Level 40. Und mein Plan war jetzt auch nach Elden Ring da jetzt 40 zu werden. Morgen startet ja Solo Self-PV und Hardcore. Das wird auch super Gio interessant. Henno, hocke für die nächsten Wochen mit Nem Kreuzbandriss zu Hause. Schon mal fettes Danke für die Stunden der Ablenkung. Oh, gute Besserung, Mann, Scotty. Du heißt Scotty. Scotty, beam mich ab. Junge, ich dachte, du meinst 38 in Real Life. Ich dachte schon, what the fuck? Nee, 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 so weit ist es noch nicht. Ja, so nenne, nee, nenne, nenne ihn Dino Dance, Dino Dance. Baueigenschaften. Baueigenschaften haben Einfluss auf die Funktion gewisser Bauten. Die Umgebung und die Bauten in der Nähe beeinflussen, welche Eigenschaften ein Bauwerk hat. Ein Schlafsack etwa ist effektiver, wenn er sich an einem warmen, trockenen Ort befindet. Gut. Eigenschaften. Ihr seid so. Macht dieses Anti-Dino-Dance-Emote bitte jetzt. Fighte zurück. Loser-Untergrund. Loser Untergrund und ungeschützt. Eigenschaften können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Einige der wichtigsten sind Umwelteigenschaften, etwa loser Untergrund und ungeschützt. Okay. Bänke erhalten die loser Untergrundeigenschaft, wenn sie direkt Dino Smash. Richtig. Auf dem Boden errichtet werden. Sie können dies verhindern, indem sie Bänke auf Fundamenten oder okay, ja. Ja, das haben wir gerade alles selber herausgefunden. Aber geil. Das sind zum Beispiel auch coole Mechaniken, finde ich. Kompatible Erweiterungskombos, die neue Eigenschaften erzeugen, werden in ihrem Handbuch erläutert. Cool. Gibt's ja richtig viel herauszufinden. Dino Dance. Ich will den alten Dino Dance zurück. Naja, der soll ja eigentlich nur jetzt ein, zwei Tage sein wegen dem Pokémon Ding. So. Werkbank. Einfache Steinmurmel. Komm, hier können wir einfache Sachen. Ich will auf jeden Fall eine Schleuder. Dafür brauche ich Riemen. Wie stelle ich... Oh, cool. Wie stelle ich Riemen her? Generell, wir haben ja jetzt alles, ne? Was können wir hier machen? Chitin kochen, Knochen, Chitinfell, Filz, Lederriemen. Okay, cool. Können wir veredeln. Ich muss erstmal was kochen, sonst verhungere ich. Gebratenes Fleisch. Rein. Machen wir 6 und weg. Und ich muss ja nicht zugucken. Geil. Cool. An Anglerkorb. Okay, ist ein Lager, ne? Da können wir einfach Sachen reinmachen. Okay, Pflanzenfasern. Ja, jetzt wird es doch langsam schon. Guck mal. Es gibt ja Survival Games, da muss man manchmal so elendig lang farmen. Guck mal, wenn ich... Wenn ich die mit der Hand pflücke, geben die 2. Mit der Sichel geben die 4. Jo, okay, alles klar. Und jetzt habe ich hier schon Staub, weil ich voll bin. Digga, im Chat einfach Krieg. Heilige Scheiße. So, aber das ist doch gut. Jetzt kann ich hier mal Sachen reinpacken. Das, den kann ich doch bestimmt, ja, vielleicht später verwerten. Erz, Zinn, Fell, Knochen. Steinblock. Ja. Okay, cool. Nice, wichtig. Behälterrechte. Ah, okay, wenn es Multiplayer dann ist, ne? So, fertig? Oder kann ich nehmen? Löschen? Geil. Jetzt machen wir... Drücken wir die Nummer 0 und drücken F. Nochmal. Nochmal. Und jetzt gehen wir pennen. Geht nicht. Doch, geht. Ist wieder voll die blaue Leiste. So. Ausrüstungswertung, Essenzhändler. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir, genau, die Schleuder bauen. Da habe ich Bock drauf. Ach, du Scheiße, ey. Was geht bei euch ab? herstellen. Kann ich jetzt, also Riemen zum Beispiel, ne? Weiß ich einfach noch nicht, wie ich die herstelle? Könnte ja sein. Riemen? Verbesserung, Riemen. Aus Fell beim Gerben, right? Kann das sein? Dann muss ich hier bestimmt einmal das Fell rausholen. Dann muss ich ein paar Schweine aufschneiden. Riemen. Fell.
herstellen. Okay, dann gehe ich jetzt ein paar Tiere aufschneiden. Da drüben waren noch ein paar Wildschweine. Die kann ich mal Hallo sagen. Deine Mutter tut's mit Ziegen. Das tut sie vermutlich wirklich. Du bist doch nur hier, um Gomez in den Arsch zu kriechen. Das ist ein Gothic-Zitat, right? Das ist ein Gothic-Zitat. Ein Kenner. So, hier waren Wildschweine. Abfahrt. Zack, 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 zack. Oh, Alter. Oh. Brevel. Brevel, Homie, verteidigen. Keine Ausdauer. Tot. Vorbei. Olle. Olle. Schnauze. Olle. Steck endlich die Scheißwaffe weg. Junge. Es wäre aber auch geil, so eine Gothic-Stimme. So, da kann man doch safe auch sogar die Synchronsprecher abchecken. Dass man denen dann vielleicht auch einen Groschen gibt, weißt du? Es ist ja die Problematik mit AI. Man lootet ja schon ziemlich hart. So, wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. So, was geht hier ab? Ist das so ein Essenzhändler? Bastille des Intellekts. Okay, jetzt erforschen wir mal ein bisschen. Wobei, vielleicht erst Wille? Mechanismus aktivieren? Okay. Alles klar. Immer wenn ich es falsch mache. Ich habe das Gefühl, dass die KI nicht so richtig gut ist. Digga, ich wurde irgendwie bezaubert oder so. Der hat mich verflucht. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Equipment, glaube ich. Ah, ich lauf falsch. Wo ist mein Haus? Da. Boah, sieht aber schön aus. Wie viele Tipps darf man geben? Oh, ihr dürft ruhig Tipps geben. Erstmal Klippe runter. Ja, wir müssen jetzt erstmal Range Weapon und so auch machen, glaube ich. So, gesammelt. Dann herstellen. Riemen. Der Riemen haben wir jetzt. Right? Dann können wir doch jetzt bestimmt eine Armbrust herstellen. Oder? Nee, Schleuder. Holzbündel fehlt jetzt. Holzbündel ist einfach... Okay, einfach Holz. Wann heute Match? 20 Uhr. Steht auch im Titel. Dann fällen wir jetzt hier einfach mal einen Baum. Schöne Birke, Junge. Dagegen bin ich allergisch. Ja, das Knife ist echt krass Short Distance. Deswegen will ich schon gern die Zwille oder so haben. Beziehungsweise Bogen oder so. Hä? Junge, das ist wie bei The Forest, Alter. Rollt die alles weg. Digga, die verfolgen mich! Okay, dann fighten wir jetzt. Nö, du bleibst mal hier. Oh, der hat was gedroppt. Tot. So, jetzt du Arschloch. Erstmal Ausdauer. Yo, die werfen Molotow. Digga, was ist mit denen kaputt? Scheiße. Okay, er ist aber so gut wie tot. Alter. Zack. So, was looten die? Schwarzpulver. Okay. Wo ist der andere gedownt? Alter, die Geräusche manchmal sind aber ein bisschen unheimlich. KI of Crack, yo. Guck mal, das sieht man jetzt richtig gut. Das finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut, dass man es gut sieht. So. Jetzt Schleuder. Lange E drücken, sammelt alles auf einmal auf. Ja, aber... Also was heißt alles? Wenn ich mich jetzt in die Mitte von dem Farn hier stelle, alles um mich herum. Nee. Guck mal, nur eins. Ich habe gedrückt gehalten.
alles, was leuchtet. Ah! Ich dachte so, was man... Okay, verstehe. Okay, das ist geil. Das wird einem auch nirgendwo gesagt, ne? Meine vorhin einer. Aber ich dachte dann, hä, es hat nicht funktioniert. Dodge, Stich, Dodge, Stich, Dodge, Dodge, Stich und Stagger. Und Stagger. So, eine schöne Schleuder. So, aber jetzt brauche ich auch diese Steinmurmeln, right? Damit die Munition hat, oder? Mit, was ich schade finde, ist nur eine Kleinigkeit. Aber wenn ich Escape drücke, schließt sich das nicht. Ich muss immer auf Schließen klicken. Oh mein Gott. Okay, dann muss ich jetzt erstmal... Alle gedroppten Items. Beispiel, du fällst einen Baum und musst nur einmal lange E drücken, anstatt alle Loks hinterher zu laufen. Ja, stimmt, die leuchten ja auch. Reparieren. Reparieren. So, die ist jetzt leer. Das mit Escape geht normal schon, ist normal ein Bug. Ach so, okay. So, jetzt habe ich... Ja, okay. Dann, ja. So, Escape. Quatsch. Stein. R. Reload. Okay. Boah, Alter, die hat ja Zug. Kann ich irgendwie... Darkness. Wenn Books ein neues Event schaffen, welches nicht vorsehbar herseh. Welches nicht vorhersehbar war, haha, Digga. Alles gut? Soll ich ein Fenster aufmachen? Ja, Bugness, Junge. Auch. Ich glaube, alle Leute, die mich jetzt so kennenlernen durch Twitch oder so, checken halt die ganzen Insider nicht. Aber so be it. So, wir stellen mal wir müssen genau gucken, was wir brauchen. Was brauchen wir? Was wollen wir haben? Herstellen. Riemen löschen. So, ich denke mir, dass hier alles eine Stufe höher wäre schon geil. Das heißt, wir brauchen sehr viele Riemen. Also eine einfache Holzachs wäre geil. Kletterpickel. Einfache Bergmannspickel wäre geil. So, und jetzt brauchen wir schon Riemen. Das heißt, da stellen wir jetzt mal so viele her wie geht. 4. Solange es hier keine Oliven gibt. Solange es hier keine Oliven gibt? Ja, Red Jake, was ist dann? Ach so, wegen Bugness. Ich kann jetzt nicht die Waffe wechseln, weil ich schwimme. So, wir gehen da mal rein, oder? Aber das mit Homies zocken? Okay. Rohe Pilze. Gut, was geht jetzt hier ab? Ey, du bist gerespawnt. Ausdauer ist echt low, ne? Na, ja, die hebe ich mal auf für wirklich krasse Gegner. Ja, da eine bessere Nahkampfwaffe wäre, glaube ich, auch gut. Digga, wenn man springt, rasen die einfach unter einem lang. Was geht jetzt ab? Ich will schlagartig Nacht. Okay, aber richtig gut, Wildschweine abzufarmen. Weil die droppen gut was. Leder und so. E gedrückt halten. E gedrückt halten. Geil. Danke für den Tipp. Okay, so wie ich das verstehe, ist das hier ein Rätsel. So, der war falsch letzte Mal. Der war richtig. So. Dann der. Aha. So, und jetzt doch er hier. Ja. Geil. Hoffnungsecho freisetzen. Puzzle-Core. Puzzle ist dein Chor, Digga. Fellwandleuchter. Wir haben... LOL, wir haben einen Einrichtungsgegenstand freigeschaltet. Gunst des Durchhaltevermögens freigeschaltet. Und mir ist kalt. Oh!
Okay, mir wird saukalt. Ich hol mal die Fackel raus. Geil. Buff auf Zeit. Okay. Ah, der ist links unten, kann das sein? Ich gehe schon wieder falsch. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Das Messer gibt mir übrigens mit Rechtsklick diesen Dash. Auswirkung eines Sturzes. Lol. Links unten siehst du ihn, ja. Ja, genau. Kann man da irgendwie drüber hovern? Also irgendwie, wenn ich jetzt X gedrückt halte, dass ich mit dem Cursor hier im Overlay lang kann, um mir Sachen anzugucken. Geht das? So, wir legen uns jetzt aufs Ohr. Lange Ruhezeit. Im Inventar. Okay, alles klar. Aber guck mal, der ganze Kram verliert auch Gesundheit. So, das nehmen wir. Die Fackel kann weg. So. Bergmannspickel. Den hatte ich schon hergestellt, glaube ich. Scheiße. Inventar. Ja. Außergewöhnliche Leistung von Hand of Blood. Axt. So, aber dann kann man den noch extrahieren für ganz viel Staub. Ja. Das war ein Godgamer-Moment. Dann jetzt ein einfaches Jagdmesser. Ja. Das heißt, wir fällen mal ein paar Bäume. Kann man das hier so auch weghacken? Ja, God bless. Geil. Oh, die Axt kommt irgendwie direkt besser, finde ich. Kommt irgendwie auch, ja. Oh, ich bin überladen. Ich muss Sachen in die Truhe packen. Warum leuchtet der so? Ist wahrscheinlich so. Jagdmesser. Abfahrt. Ups. So, das heißt, das macht 16 Schaden. Okay. Und das andere 11. Ja, das ist schon besser. So, dann hier jetzt irgendwie, gibt es einen Hotkey, dass ich Doppelklick. Okay. Ja, und mit Shift. Oh, geil! Mit Shift gedrückt halten, Drag and Droppen. Einfache Steinmurmel. 58 habe ich. Krass. Gut, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Fleisch. Automatisch füllen, 9 herstellen. So. Dann würde ich hier, I mean, was brauchen wir jetzt noch? Klamotten wäre ganz gut. Bessere Klamotten. Aber wo stelle ich die her? Bauen? Nee. Oh, Licht. Fellwandleuchter. Ja, brauche ich Zwirn für. Überleben, Zelt. Ausruhen, Anwesen. Herstellen. Kochen. Ja, provisorische Gegenstände. Nee, die sind Geschichte. Was zum Heilen sollst du auch mitnehmen? Ja, habe ich, glaube ich, dabei. Hier, das hier unten, das, die 6. Heilt mich, glaube ich. Wo kann ich Klamotten oder so herstellen? Habe ich das einfach noch nicht entdeckt? Ich glaube, wenn ich Chitin zum Beispiel herstelle, vielleicht schalte ich dann was Neues frei. Oder Filz oder so, wisst ihr? Dass man alles mal herstellt. Guck! Dann, ich glaube, dann wird eine neue Karte oder ein neues Rezept oder so entdeckt. Tierfaser können wir auch mal herstellen. Achso, ist gerade belegt. Ah, da macht es wahrscheinlich Sinn, auch später mehrere Gerberstände zu haben. Ah, es ist ein bisschen schade, wenn ich hier so drauf hover, sehe ich nichts. Ich muss wirklich ganz oben hovern, damit ich den Progress hier sehe. So, habe ich jetzt was her?
Je mehr Gewicht dein Inventar hat, desto langsamer läufst du, ja. Rezepte musst du im, ja, wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich diesen Essenzhändler oder so aufsuchen. Schwarzpulver lagern wir mal. Das können wir, ne, das können wir eigentlich alles entzaubern, das ist ganz geil. Huch. Habe ich es jetzt gedroppt aus Versehen oder so? Extrahieren, sorry. Okay, dann gucken wir mal. Wir brauchen noch 7 Ausrüstungswertungen, dann können wir weiter fortfahren. Und wenn wir beim Essenzhändler sind, können wir eine einfache Nähbank freischalten. Wo ist der? Was ist hier unten? Antiquarischer Kraftort? Essenzhändler. Okay. Guck mal, das ist unsere prozedural generierte Welt. Süden? Osten. Mach ich hier mal einen Marker? Sehe ich nicht. Warum sehe ich den nicht? Warum sehe ich den nicht? Ach, da hinten. Aber nicht im Kompass. Okay. Na gut. Machen wir uns mal auf, oder? Haben wir alles für eine lange Reise? Ich könnte das Fleisch nochmal mitnehmen. Oh. Ja, so. Dann lagern wir hier mal ganz viel. Damit wir viel aufsammeln und mitnehmen können. Filz. Blumen. Tierfaser. Holz. Stöcker. So. Ja, die Dinos übernehmen hier, Alter. Es ist einfach nur schlimm. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf. Mit der fetten Zwille hier, Junge. Oh, ich bin so gespannt, was es alles für Waffen gibt, so. Der Grind ist halt nice in so Survival Games, immer. Hey, aber man muss sagen, ich hatte jetzt noch keinen wirklichen Bug, so, außer dass Escape nicht funktioniert hat. Immer wenn ich im Tutorial eine neue Welt erstellt habe, musste ich einmal nochmal neu reinjoinen. Dann gab es irgendwie Verbindungsabbruch, das war weird. Aber ansonsten, performance-wise, total in Ordnung. Die KI ist ein bisschen weird. Bisschen off, also ist zum Beispiel sehr einfach. Lol, Blitz. Blitzmurmel, Feuermurmel. Es ist sehr einfach, die Viecher umzubringen. Weil die, also die machen ja nichts. Kann ich mit Rechtsklick? Ich finde, das Game ist gerade so. Ach, wenn man in die Ferne schaut und Wasser und Licht und so, ist schon krass. Habe ich eigentlich alles auf Ultra, by the way? Hier, Sichtfeld, Field of View machen wir mal ein bisschen höher. Auf 95. Ja, ich habe alles auf Ultra, okay. Spiel's doch auf einfach. Nee, also erstmal natürlich nicht. Und mir geht es ja um das Verhalten der KI. Die läuft, also wenn hier Rehe durchlaufen, dann sind die nicht wirklich scheu. Die laufen einfach irgendwo lang und manchmal genau an einem vorbei. So dass man, also Rehe in echt tun das nicht. Und in Videospielen oft auch nicht. Da sind die dann schon ein bisschen schwerer zu catchen, weil die von einem wegrennen. Aber hier sind sie irgendwie, es gibt dann so einen Panic-Mode bei denen und dann rennen die einfach eine Weile irgendwo hin, gefühlt. Warum haben wir immer Krieg im Chat? Was ist da los? Das frage ich euch. Das ist hier immer ein Gegeneinander. Mit diesen Kack-Dinos. Ey, ich muss euch eine Sache sagen. Ich stehe heute auf. Was sehe ich auf meiner Timeline auf Twitter? Dings hier, wie heißt er? Dingsbums. Mann, mir fällt der Name nicht ein. Geiler Atze bei Hack and Slay Games. Scizoran. Ich wache auf mit dem Scizoran-Tweet, dass er sich ärgert, warum Dino Dance weg ist. We Dino, we dance, we do the Dino Dance. Digga, es reicht. Es reicht. Junge, ich dachte, er wäre korrekt. Er macht übrigens die allergeilsten Intros auf ganz YouTube. Bei seinen YouTube-Videos. Hier, guck dir das an. Ah, hast du Glück gehabt. Dumme Sau. Hier, was ist das?
Du stirbst jetzt. Direkt Kontaktabbruch. Rechts unten, da ist halt meine Cam vor. Da hat man theoretisch einen Chat mit Leuten. Und man sieht, was man alles einsammelt. So, wo ist hier Essenzhändler? Hier drin in einem Laden, Alter? Essenzhändler Alvin. Alrighty. Und hier ist die Company. Ines. Group Activity. 1 bis 6 Spieler. Anderen Überlebenden helfen. Eine überlebende Person in der Nähe benötigt ihre Hilfe bei der Fertigstellung eines Bauwerks. Helfen Sie ihr dabei? Das ist ein NPC. Das ist ja witzig. Nee, machen wir nicht. Also eine Quest quasi. LOL. Wilhelmina Sasse. Und Alvin. Wählen Sie einen Gegenstand mehr. Okay, einfache Gegenstände. Einfacher Streithammer. Werkzeug zum Einschlagen von Pfosten. Aber auch mit zerstörerischer Nahkampfwaffe. Einfacher Hammer. Einfache Angel. Schirm. Weltenkarten kann man kaufen. Anwesen Adresskarte. Spielen Sie diese Karte, um direkt die Schwebewelt eines bestimmten Spielers aufsuchen zu können. LOL. Das heißt, ihr könntet jetzt Adresskarten erstellen und ich muss euch irgendeine Info geben, was ihr eingeben müsst? Oder wie funktioniert das? Entdeckerkarte. Spielen Sie diese Karte, um schneller zu reisen und Ihre Widerstände gegen die meisten Schadensarten zu verbessern, während Ihr verursachter Schaden gleichzeitig reduziert wird. Anglerkarte. Spielen Sie diese Karte, um Ihre Anglerfähigkeiten und den Anglerertrag zu verbessern. Ja, das ist, wenn man was Spezifisches farmen will. Da macht man sich eine Welt. Zum Beispiel, man will richtig krass, heftig Viecher fischen. Da macht man sich Sumpf. Anglerkarte und dann reist man immer dahin, um richtig heftig Fisch zu farmen. Als Beispiel. Festmahlkarte. Spielen Sie diese Karte, um die Effekte einer Mahlzeit zu verlängern. Langsamer hungrig zu werden und schneller zu heilen. Mhm. Licht. Einfache Kerze. Bauten. Holzdach. Verbesserungen. Sägetisch. Schmelzofen. Mörserstation. Spinnrad. Steinmetzbank. Das ist alles, glaube ich, höchste Prio. Einfache Nähbank. Die sollen wir holen. Einfacher Verzauberungsfokus. Um Ausrüstung verzaubern zu können. Junge, ist wie Minecraft. Okay, wir holen die Nähbank. Okay, was schließen? Und jetzt einfach, worauf wir Bock haben, oder? Wie viel haben wir? 9. Ah, okay, also man muss was Krasses auch herstellen. Guck mal, wenn ich 10 Steine zerlege, kriege ich 10 Essenzstaub. Das ist ja ultra viel. Okay, dann sammle ich jetzt hier einfach Stuff. Und entzauber das alles und kauf mir da alles. Hö, was ist denn hier los? Danke. So, Fasern. Ich krieg 30? Nein. Doch. Hä, man kann ja mit Pflanzenfasern das übel farmen. Was schreibst du, Puzzle? Backpack, wir brauchen eine neue Emote-Schule. Ja, will ich unbedingt noch nachholen. Backpack hat halt, es ging halt letzte Woche alles unter. Ich glaube, in der Woche davor habe ich es nicht gemacht. Steht bei mir auf dem Zettel. Safe. Schön, also Backpack, ich habe das nicht vergessen. Ich sehe das. Nur während Ellenring mit Papa Platte war da halt voll Fokus drauf. Aber ich werde auf jeden Fall alles ein bisschen aufholen wieder. Baue Murmeln und mach die kaputt. Wer sind die, die Murmeln wieder kaputt machen oder was? So, jetzt hier Sägetisch. Bauen Sie einen Sägetisch, um Holz zu besser nutzbarem Material zu verarbeiten. Je höher die Qualität der Bank, desto mehr Erweiterungen können Sie ergänzen. Okay. Ist das Backpack überhaupt da? Hm. Schmelzofen. Das ist sicherlich gut. Mörserstation. Spinnrad.
Vielleicht brauchen wir das alles gar nicht so sehr. Also ein Hammer wäre heftig. Theoretisch einfach alles kaufen, ne? Also Schmelzofen klingt nach was Neuem. So, den nehme ich jetzt einfach mal mit. Können wir jederzeit Holzbündel. Holzbündel erleichtert das Transformieren rudimentärer, grober Strukturen zu etwas mit einem Hauch von Raffinesse. Was? Knochen? Ja, aber das kenne ich doch alles schon. Du brauchst doch alles, ja, dachte ich mir. Aber was ist das hier? Das, also kann ich mir eins davon kaufen, oder was? Digga, was gibt's hier alles? Okay. Du kannst da Rohstoffe kaufen, das ist ja krass. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Wir machen mal den weg. Gehen wieder zur Base. Ja, und ich glaube an sich... alles mal herstellen. So. Das ist halt so der Klassiker, ne? Und das noch lange nicht alles. Ja, glaube ich. Ist wahrscheinlich erstmal nur auf dieser Welt oder... Levelt man eigentlich? Wie läuft das? Aber ist gut, ich muss einfach dem Fluss folgen. Dann komme ich zu meiner Base oder halt dahin. Ist ganz geil zum Orientieren. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around in desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie hurt you. Ja, Hammerwirkung, hast du recht, ist ein Wolf. Du bist vielleicht bei 5% von dem, was es gibt. Ja, krass, glaube ich. Digga, ich glaube, das sind Wölfe. Yo, da sind Wölfe, Freunde. Wie? Ich sehe das Geschoss leider nicht fliegen. Treffer. Wilhelm Tell. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich bin eher so auf Entfernung gut. Boah, Crit. Tot. Ey, Jumpen ist einfach der Hardcounter zu allem. Tot. Boah, weil Sound knallt. Hat gut Zug. So. Paar Wölfe weggemacht. Raubtierklasse 1. Okay, war eigentlich nichts Besonderes. Ist einfach nur was anderes. Vor allem, ich sage im Tutorial, boah, mal was anderes als Wölfe und Wildschweine. Was kommt? Wölfe und Wildschweine. Oh, was ist das denn? Ist Dodo Wars jetzt eigentlich nochmal ein Thema, wo Ark Survival Ascended rausgekommen ist? Ark Survival Ascended ist doch schon überall. Das kam doch vor übel langer Zeit raus. Dodo Wars ist auf jeden Fall ein Thema. Ich habe mega Bock, so Projekte zu machen auf Twitch. Mit anderen Streamenden jetzt. Quasi so wie mit Kevin halt Elden Ring. So kann ja auch eine Woche lang Dodo Wars sein. Wisst ihr, was ich meine? Oh, hier, das muss ich mir, glaube ich, einen Erzmarker machen. Geht das? Vor 3 bis 4 Monaten erst, okay. Liegt am Wald. Ja, das checke ich schon mit den Gegner-Typen, Kreaturen, dass das halt ein lamer Wald ist, so. Ja, und auch sowas wie Win-Challenges oder so geht ja auch so in so eine Richtung, so Mini-Event-artig, weißt du? Ist ja jetzt kein Riesen-Effort. Man braucht eher so die Struktur. Was ist hier los? Also auch sowas wie, DLDU. Würde ich gern, wenn ich mit Dark Souls 3 durch bin, würde ich super gern DLDU monatlich veranstalten. Aber ich finde mich gerade erst rein, man muss auch ressourcentechnisch gucken, was bei uns geht. Aber ich bin da ultra zuversichtlich. So, was ist jetzt das für ein Sarg hier? Mach auf! Mach auf! Diese Echos geben dir auch Essenzen, geil. Und ich glaube auch, also Dodo Wars wäre, glaube ich, insane. Also einfach, auch ich glaube... Auch ältere Titel wie Warlords Battlecry 3, die Entwickler haben dafür die Protectors Mod geschrieben. Was?
Was ist das? Standalone Mob from the Mod from the game Warlords Battle Cry 3 von Infinitive Interactive. Standalone means that it can be run without having the original game installed. The main goals of Patch, Balance, Update. Okay, lese ich mir wann anders durch. Habe ich noch nie von gehört. Das könnte insane sein für mich. Je nachdem, was das ist. Warlords Battle Cry 3, eins der. Also ist eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich neben Siedler und Stronghold mein Lieblingsstrategiespiel of all time. Kennt kaum einer. Nee, aber in Bezug auf Twitch und so Events und Multiplayer und Arc, also theoretisch könnte morgen Dota Wars stattfinden. So, ich glaube, man muss halt ein bisschen vorbereiten, ne, wieder ein bisschen überlegen, wie man es am coolsten macht. Ich glaube, heute hat man auch nochmal ganz, heutzutage hat man ganz neue Möglichkeiten, auch durch Mods und so nochmal. Gab es ja damals auch schon, aber ne. Oder man sagt, man wartet, dass Arc 2 rauskommt. Ja. Aber schauen wir dann. So. Okay. Essen wäre gut. Null. Warum ist das alles ausgeraucht? Ah, okay. F. Hau rein dir das Kotelett. Damals mit Mori Dream Team, yo. So, eine kurze Ruhezeit. Nochmal. Geil. So. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir das Ding. Und ich glaube, nicht den Schmelzofen, sondern das Nähding. Weil ich glaube, da können wir dann Rüstung und so herstellen. Naja, guck mal. Gültige Erweiterung Berserker. Viktorianischer Dandy, alles klar. Okay. Oh, shit. Aus Versehen Rechtsklick. Holzbündel. Schließen. Ja, das Escape nicht geht, Mann. Ich müsste wahrscheinlich einfach nur einmal das Game neu starten. Aber egal. So. Schön Holz hacken. Du und Basti GAG wäre mies lustig. Ja, kann ich mir, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das muss halt so ein. Also, was ich von Kevin gehört habe, ist, dass er wirklich nur sehr wenige Spiele, sehr wenig offen ist für bestimmte Spiele. Er ist halt hardcore Minecraft orientiert, glaube ich. Und das limitiert es halt. Weil ja, Minecraft bin ich offen für, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so das Übergeile. Also wäre cool. Aber ja. Wäre dann halt einmal eine coole Sache. Ich glaube, ich finde es immer cool, wenn Leute auch so ein bisschen aus ihrer aus ihrem Safe Space rauskommen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr nice, gerade bei einem Basti. Aber wenn er selber das halt nicht fühlt, ist es auch natürlich absolut okay. So, man kann ja niemanden dazu zwingen. Und wenn er sich wohlfühlt, dann ist es ja auch am geilsten für Content. So. Als Viewer. So, was kann man hier machen? Jawohl. Tragesack. Okay, wir brauchen Leder. Leder, wir brauchen ganz viel Leder. Wir brauchen ultra viel Leder. Okay, wir müssen einfach jetzt richtig viel töten. Und viel Leder herstellen. Ja, wir haben doch voll viel Wölfe geknechtet. Warum haben die kein Leder gegeben? Hier, Fell. Raubtier. Okay, was braucht man für Leder? Ach, das sind unterschiedliche Sachen. Nee, hä? Jetzt muss ich warten, bis das durch ist, ne? Ah, das ist ein anderer Grundrohstoff, deswegen. Okay. Dann farmen wir Viecher. Ja, Survival Games generell bieten sich immer mega gut an für so Multiplayer-Geschichten, finde ich. Ich glaube, gerade auch für Twitch ist geil, weil ist halt so ein bisschen grindy. Dadurch ist ganz geil, so einfach ein bisschen mit dem Chat zu reden. Aber ist halt auch Action. Digga, was geht da ab? Also es gibt dann auch geile Fights und hast du nicht gesehen, ne? Aha, Freunde. Hoppala. Ole! Hab ein neues Messer. Play, hopp!
Oh. Boah, 50er Crit. Geil. Nein, ich will... Drop der Essenzstaub einfach so manchmal random oder wenn man nichts mehr tragen kann. Nee, aber ich kann noch rennen. Dann droppt der so manchmal random. Alter. Also gerade in der Ferne sieht das Game so gut aus. Gegen wen spielt die Eintracht heute? NNO. Alter, was ist das? Was geht denn hier ab? Okay. Da oben, Alter? Guck mal, ihr gebt doch bestimmt Leder, oder? Hier erstmal gibt es Essenzen. 2. Na gut. Jetzt nicht so ultra huge. So, und die kann man ja eigentlich recht easy abfarmen. Sogar im Nahkampf, oder? Zack! Gönn Leder? Nee, gönn kein Leder. Knochen? Nee. Aber so ein dicker Oschi? Guck mal, jetzt läuft der quer. Aber der ist auch sehr schnell. Jetzt ist so zittrig die Grafik auf einmal, ne? Ich glaube, ich habe gerade das Game einfach komplett gestört. Hey, ja, wenn ich die Sicht ändere, bibbert das Game. Möchtest du die ganze Woche streamen oder wie ist der Plan? Samstag, Sonntag habe ich frei. Ich habe jetzt einen ziemlichen Marathon hinter mir. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal frei hatte. Weil ich habe eigentlich jeden Tag gestreamt oder war halt auf Achse. Das Fousing-Problem meistens. Kann ich nicht machen. Oder halt vielleicht mal auf 120 FPS cappen. Jo. Nee. Ah, bisschen besser, oder? Aber wieso kann ich Fousing nicht anmachen? V-Sync. Ist ausgegraut. Vielleicht, weil ich bestimmte Dinge anhab. Wegen DLSS. Das heißt, wenn ich das... So. Jo, fixed. Geil. Abfahrt. So. Ich glaube, mein Eindruck ist, ich brauche mehrere Gerberstationen, weil es gibt halt unterschiedliche Rohmaterialien, die man aber alle jeweils zu Leder umwandeln kann. Aber man muss halt, wenn man nur eine Gerberstation hat, immer abwarten. Kann jetzt da nicht so eine krasse Warteschlange machen, oder? IT-Service Bram. Was? Bram? War Bram hier gerade? AFW rasiert gegen Evi. Was Gutes für uns? Ist ein Pizza mit Insider. Achso. So. Ja, wäre irgendwie geil, könnte man hier eine... Hallo Herr Knabe, hier ist das Frontdesk. Hier ist ein Herr Hinteregger, der Sie sprechen möchte. Ist der angemeldet? Sollen wir den abwimmeln? Over. Soll Novay rein? Hallo, hier ist Herr Knabe. Ich beende mal eben hier die, na, sag schnell. Den Dings hier, das Kapitel, das Segment. Und dann kann der Herr gerne rein, ja? Bis gleich, over. So, okay, Leute. Dann würde ich sagen, an der Stelle, wir haben gut was geschafft. Ich meine, ist wie so oft bei Survival Games halt erstmal das Typische, so... Axt craften, Spitzhacke, Haus bauen, Station, an dem man arbeitet und so weiter. Aber ich glaube, man hat doch sehr gut gesehen, was hier so die Alleinstellungsmerkmale von dem Spiel sind und werden. Und wenn das vertieft ist und dann richtig ins Late Game geht, und ich glaube, wenn man das mit seinen Bres und Bras spielt und Bretagnes, dann, also hands down, mega guter Titel. Und wie ich finde, sehr unverdient, dass es auf Steam ausgeglichen bewertet ist. Ich finde es immer sehr schade, wenn man so in der Zeit direkt nach Launch, gerade bei so einem Spiel, ist das erste Spiel von einem Entwicklerteam, so wie ich das verstehe, haben die es selber gepublished, wenn man da so richtig heftig Steam-Review bombt, wenn, also ich kann es ein Stück weit verstehen, ne, mit Offline-Modus, wenn der fehlt und so,
Aber die sind ja super kommunikativ und die hocken da wahrscheinlich so. Ja, machen wir. Ist doch kein Problem. Ihr braucht es nicht, Review Bomb. Ah. So stelle ich mir es vor. Hau ne erstes Game raus. Und Digga, das ist insane. Gut. Ciao, YouTube. Schaut gerne mal im Streamer vorbei. Bis dann. Tschüssi.